So, buenos dias, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zum neuen Bitcoin-Update. Im Prinzip nicht allzu viel passiert, deswegen will ich auch nicht allzu viel deiner Zeit hier stehlen. Wir konsolidieren weiter. Wir schauen uns das Ganze auf Tagesbasis an, haben eine interessante Formation gerade. Wir haben hier ein neues Tief abgegriffen mit der heutigen Tageskerze, was dann letztendlich als Bärenfalle durchaus gelten kann. Und hier sind gerade wirklich beide Seiten offen. Kann das Ding nach unten korrigieren? Ja, aber dann sollte im besten Fall diese grüne Kerze rot enden. Das heißt, da sollten wir dann wirklich sehen, dass wir potenziell entweder nochmal ein Doji bekommen oder eine kleine Inside-Bar, eine kleine Hammerkerze nach unten. Das würde uns charttechnisch rein nach der Candlestick-Formation nochmal einen kleinen Short-Impuls geben können. Falls wir aber hier irgendwo in diesem Bereich schließen, sieht das Ganze dann doch eher nach einer bullischen Formation aus. Aber wir müssen aufpassen, auch solche Dinger hier können natürlich sehr, sehr stark gefaked werden. Ja, das hier ist so ein Beispiel. Grün, wir faken nach oben, bevor wir dann den starken Impuls nach unten bekommen. Das heißt, es muss nicht sein, dass wir hier dann nach oben durchziehen, sondern wie wir es halt auch schon jetzt in den letzten Videos besprochen haben, eine kleine Akkumulation kann dann sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig mal dazu führen, dass wir dann hier potenziell diese Fakeouts bekommen. Und das kann auch entsprechend der Fall sein. Ja, und von daher sollten wir immer ein bisschen aufpassen, müssen da halt einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen vorsichtig sein, was wir hier dann auch an den Tag legen. Und wenn wir mal auf kleinere Zeit dann halt zurücklegen, dann werden wir das Ganze auch etwas intensiver betrachten können. So, dann haben wir hier auf H4 gerade ja so eine, ich sag mal, so eine kleine Akkumulation, die durch Fakeouts gespickt ist. Fakeout nach unten ist jetzt passiert. Das war die Distribution, die wir gemeinsam auch schon betrachtet haben. Fakeout nach oben ist noch möglich. Ein neues Hoch wäre durchaus denkbar, weil potenziell hier oben natürlich ein bisschen Liquidität liegen kann, wodurch sich der Markt dann weiter nach unten wieder verabschieden könnte. Nichtsdestotrotz müssen wir halt aufpassen. Es lohnt sich gerade nicht so wirklich in meinen Augen, hier super Setups zu suchen. Wir haben hier diesen dynamischen Widerstand, der erfolgreich angetestet wurde. Natürlich könnten wir hier ein, zwei Retests noch bekommen, bevor wir dann etwas weiter korrigieren. Das heißt, das wäre dann auch diese Distribution nach oben. Das wäre der Fakeout, was für uns dann natürlich auch ein spannendes Szenario wäre, wenn das passiert und hier in Kofluenz mit diesem dynamischen Widerstand eintrifft, dass wir dann hier den Break nach unten bekommen. Ansonsten sind wir von den gleichen Durchschnitten hier auch gerade wieder gestützt. Der MH20 wurde nach unten gefaked. Da sehen wir, das war eine Bärenfalle unter das Tief, hat sich hier wieder beruhigt, wieder zurück in die Akkumulation. Und das ist das, was wir letztendlich vor einigen Stunden, wenn ich das sagen darf, also in den letzten zwei, drei Videos schon relativ zügig festgestellt haben, das hier ist eine Akkumulation, das wird eine Akkumulation sein und bleiben und das wird dann auch der Magnet für die nächsten Tage sein. Also jetzt gerade noch keine sonderlich starken Updates hier von meiner Seite aus. Wie gesagt, diese Short-Idee, die ich hatte, die ist jetzt Break-Even raus, mit kleinem Profit hier abgesichert. Wir hatten da schon 50% dann auch mitgenommen. Break-even raus. Jetzt warten wir auf weitere Impulse. Müssen da nicht einfach reinstecken oder müssen da nicht einfach irgendwie jetzt versuchen, Hauptsache des Trades wegen, sondern wir wollen ja Trade, um Geld zu verlieren. Nicht nur Geld zu machen, natürlich, Profit zu machen. Wir wollen Trade, um Geld zu verlieren. So geht es den meisten Finanzinfluencern, die Trade. Ach, lassen wir das. Also, du weißt, was ich meine. Wir müssen jetzt hier nicht einfach unsinnig Trades in den Markt legen. Wir warten auf gute, gesunde Setups. Bis dahin haben wir dann auch wieder die ein oder andere Idee. Werde ich dann natürlich auch mit dir hier in den Videos teilen und kommunizieren. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Mach was Schönes draus. Lass es dir gut gehen und bis bald.